Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch gerne die neue Fairy Box wieder vorstellen. Ich habe schon mal reingeguckt und ich bin mega glücklich mit dem Inhalt. Man hat hier so ein bisschen Werbung dabei für eine Marke, deren Produkte man in der Box hat. Hier auch. Und dann brauchen wir natürlich das Zettelchen, was jetzt übrigens vom Design ein bisschen anders ist. Und auch die Homepage von Fairy Box hat sich ein bisschen vom Design her geändert. Und hier hinten steht ja immer drauf, was die Produkte original kosten und manchmal noch so ein paar kleine Hinweise dazu, was ich euch ja immer ganz gerne dazu vorlese. Den Link zur Homepage zu Fairy Box setze ich euch natürlich wie immer unten in die Infobox. Und wir starten mal mit diesen zwei Produkten. Und zwar sind die von der Marke Echo Cosmetics. Und zwar haben wir zum einen hier eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10 und hier zum anderen eine After Sun Lotion. Ja, also zuerst mal zur Sonnencreme. Lichtschutzfaktor 10 ist natürlich jetzt nicht so die Welt. Ich könnte mir aber vorstellen, diese Sonnencreme gegen meine jetzige Tagescreme zu ersetzen, weil meine jetzige Tagescreme keinen Lichtschutzfaktor enthält. Das hängt aber davon ab, wie die Konsistenz der Creme ist, denn ich bin überhaupt kein Fan von Sonnencreme. Ich finde die meistens viel zu dick und schwer und klebrig und deswegen werden wir das Ganze jetzt mal wirklich ausprobieren. Hier rieche ich nichts, aber es kann sein, dass es noch verklebt ist. Genau, wir müssen es erstmal abfriemeln. So. Es riecht immer noch so gut wie gar nicht, aber das finde ich auch echt gut. So. Ja, es riecht ganz wenig nach Sommer. Hat aber die Konsistenz von wirklich einer richtigen Sonnencreme. Ist halt recht dick und schwer. Aber es klebt nicht so eklig an den Händen wie zum Beispiel die Sonnencreme, die ich gestern für Vincent benutzt habe. Es riecht sehr natürlich und ist so erstmal ganz angenehm, muss ich sagen. Ich könnte es mir im Moment, ich probiere es mal im Gesicht aus, ob es mir dann zu maskenhaft, zu schwer ist. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, mit Lichtschutzfaktor 10 das einfach gegen meine normale Tagescreme zu ersetzen. Brauche ich ja eigentlich nicht mehr in die Verpackung machen. So, und dann haben wir noch die After Sun Lotion. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr schön, weil es meistens einen schönen erfrischenden Charakter hat. Und das ist nach dem Sonnenbad immer sehr, sehr schön. Und natürlich einfach, um die Haut nochmal zusätzlich zu pflegen. Und auch hier müssen wir das wahrscheinlich wieder erstmal abmachen. So. Ein bisschen gelblich. Ja, und super schön leicht, ganz dünn und riecht genauso wie die Sonnencreme. Und ja, ist angenehm, also die werde ich auf jeden Fall auch mit benutzen. Genau, und da hat man dann noch so eine kleine Broschüre von Echo Cosmetics dabei gehabt. Die haben zum Beispiel auch noch einen Selbstbräuner und eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor 15. Was gibt es hier noch? Es gibt auch noch Sonnencreme direkt für Kinder. Es gibt eine mit Lichtschutzfaktor 30 und Lichtschutzfaktor 50. Eine Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor 30 und Sonnenöl fürs Sonnenölgel fürs Gesicht und Sonnenölspray mit Lichtschutzfaktor 30 jeweils. Also ich glaube, also die Produkte finde ich sehr, sehr interessant. Ich werde mir die Marke mal etwas genauer ansehen. Mal gucken, was wir hier jetzt dazu stehen haben. Und zwar sind es Originalgrößen mit jeweils 75 ml drin. Und erstmal zur Sonnencreme. Traumhafte Sonnenpflege mit nährstoffreichen Pflanzenextrakten. Der leichte Duft ätherischer Öle unterstreicht die schönsten Sommermomente. 8,95 € kostet das. Und die After Sun Lotion, auch 75 ml, kostet 7,95 €. 100% natürliche Inhaltsstoffe und kontrolliert biologische Naturessenzen schenken deiner Haut Gesundheit und dir ein sorgloses Gewissen. Ist übrigens mit Santon und Aloe Vera, um die Haut einfach zu beruhigen. So, dann stelle ich euch noch
wieder zwei Produkte im Doppelpack vor. Und zwar ist das beides von der Marke Benecos, natürlich schön. Das hier ist ein Natural Nail Polish Remover, also ein Nagellackentferner. Ich finde den vom Styling her, also von der Verpackung, richtig, richtig mega. Und dann hat man von Benecos noch einen Nagellack, den ich heute auch auf meinen Fingern trage. Und das ist die Farbe Minty Day. Und ich liebe den. Ich habe den gestern Abend aufgetragen. Also man sollte zwei Schichten schon nehmen. Aber er trocknet echt schön schnell, ist super deckend. Und ich habe damit schon abgewaschen und geputzt. Und ich bin mega, mega zufrieden. Bin gespannt, wie lange er jetzt hält. Aber ich finde die Farbe für den Sommer jetzt richtig, richtig gut. Kann ich mir auch richtig schön auf den Fußnägeln vorstellen. So, Bio-Nagellackentferner, Originalgröße 100 ml, kostet 3,99 Euro, finde ich okay. Entfernt den Nagellack sanft und pflegend und ist natürlich acetonfrei. BDIH-Siegel für kontrollierte Naturkosmetik und vegan. Und Nail Polish, Originalgröße 9 ml, kostet 3,89 Euro. Finde ich okay. Also ich kaufe nicht mehr die billigen Nagellacke, wie zum Beispiel von Essence, weil die einfach nicht halten und da gebe ich lieber ein bisschen was mehr für aus. Und ohne schädigendes Formaldehyd, ohne Toluol, Phthalate und Ganfer. Wisst ihr Bescheid? So, dann haben wir noch eine Sache und die ist mega cool und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, das ausprobieren zu dürfen. Und zwar ist das von Sante Naturkosmetik, bestätigte Wimpernverlängerung bereits nach 4 Wochen, Natural Lash Extension. So, das Ganze kostet stolze 16,95 Euro. Ein echtes Wimpernpflegewunder. Täglich auf das saubere Augenlid direkt am Wimpernkranz auftragen und über das Ergebnis freuen. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass man das zweimal täglich machen soll. Moment, hier. Stärkende 24-Stunden-Pflege für längere und dichtere Wimpern bereits nach 4 Wochen. 1 bis 2 Mal täglich auf das saubere Augenlid direkt am Wimpernkranz auftragen. Quasi da, wo wir sonst den Lidstrich auftragen, würden wir das auftragen. Und das würde ich einfach früh morgens machen, bevor ich mich schminke und abends, nachdem ich mich abgeschminkt habe. Und bin sehr, sehr gespannt, ob ich dadurch vor allen Dingen dichtere Wimpern kriege. Also ich habe wenig Wimpernausfall, aber sie sind halt nicht sehr dicht bei mir. Und deswegen bin ich gespannt, das ausprobieren zu können. Wie gesagt, kostet allerdings 16,95 Euro. Und da war noch dieses kleine Zettelchen dabei. Ah, da gibt es auch noch einen Lash Extension Eyeliner, der sich dann quasi schön in das Make-up mit einarbeiten lässt. Ich öffne es übrigens mal, habe ich noch gar nicht gemacht. So sieht das Ganze aus. Und ja, also das ist dann natürlich durchsichtig, ne? Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne, gerade das Produkt würde ich fast sogar noch mal in einem extra Video vorstellen eventuell. Und da könnte ich auch noch mal ein Wort darüber verlieren, wie der gehalten hat. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob euch zu bestimmten Produkten aus dieser Fairybox da noch mal eine einzelne Review interessiert. Oder vielleicht reicht es euch auch, ich zeige euch ja die Produkte so oder so dann mal in einem Aufgebraucht-Video. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Unboxing-Video wieder gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!